Wir können wählen. Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Wenn du, wenn ich zu meinem neuen Video. Ich freue mich mega, dass ich jetzt endlich wieder Videos machen kann. Lassen und jetzt kann ich wieder Videos drehen. Und heute gibt es wieder mal einen Haul. Ja, und es sind jetzt nicht ganz so viele Sachen, aber ich freue mich über jedes Teil mega. Und diese Sachen möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Ich habe hier eine Sache, die ist kein Gewand. Die habe ich von Libro und so zur Hälfte schon aufgemacht. Also es sieht so aus. Ich habe es da ein bisschen geöffnet, um zu schauen, ob es liniert, kariert oder glatt ist. Und das ist keins von dreien. Es ist nämlich mit Punkten, also so wie ein Bullet Journal. Und das ist halt so, es wurde drauf geschrieben, Travel Diary. Aber ich werde es quasi nicht als Travel Diary verwenden, sondern also schon, also für mich schon ein Abenteuer und ein neuer Abschnitt einfach. Und zwar werde ich das verwenden für die WG. Also ich werde, alles was ich da reinschreibe, ist, hat irgendwas mit der WG zu tun. Ob ich jetzt schon WG-Listen da rein zu machen oder dort dann verschiedene Dinge, die ich lerne oder Therapieziele oder Therapieansätze oder Dinge, die ich tun soll bis zum nächsten Mal. Ich habe ja keine Ahnung, wie das alles abrennt. Aber ich werde auf jeden Fall genug Sachen finden, die ich da reinschreibe. Und da sind halt, ist ein so ein Korrekturding dabei und dann richtig coole Stifte, die so fein sind, aber auch dicker, beziehungsweise auch Marker. Und das ganze Set hat insgesamt nur 19 Euro gekostet. Manchmal kostet allein so ein Notizbuch schon 20 Euro, von daher voll der gute Preis, meiner Meinung nach. Dann das nächste ist das, etwas, was ich schon trage, und zwar diese wunderschöne Kette. Da ist so ein Mondanhänger dran. Ich glaube, das erkennt man so eh ganz gut. Und der glitzert ein bisschen. Und ja, ich finde, das schaut richtig, richtig schön aus. Und der ist von Taco und hat 4 Euro gekostet. Ja, das erste, was ich euch zeige, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass ich sowas finden werde oder auch kaufen werde, weil das ja doch recht teuer ist. Aber ich habe es mir jetzt mal gegönnt nach meinem Krankenhausaufenthalt. Und zwar habe ich mir eine Lederjacke gekauft. So, so cool. Und zwar von Fussel, die Marke Vero Moda, also vom Geschäft. Und hat 40 Euro gekostet und ich finde, das ist für eine Lederjacke voll gut. Und ich liebe sie, sie ist richtig, richtig cool. Ich habe sie eine Größe größer genommen, damit es nicht so komplett eng sitzt. Dass man halt auch ein kurzärmeliges T-Shirt runter anziehen kann und nicht nur so ein Top. Ja, jedenfalls sieht es so aus. Ich weiß gar nicht, wenn man das, ob ich das in die Kamera halten kann. Doch, ich glaube schon. Also ich finde die richtig, richtig cool. Die hat halt so einen schrägen Zip, was man halt so auch machen kann. Und dann hat sie auch Taschen, die echt sind, was ich auch sehr gut finde. Von hinten ist sie einfach nur schwarz. Der Rest, den ich euch jetzt zeige, ist von Taco. Ein Basic T-Shirt wieder mal gekauft. Die Farbe ist so, so schön. Es ist so ein richtig schönes Türkis. Und zwar so. Ist sehr eben basic. Einfach ein türkises T-Shirt. Aber ich habe die Farbe noch nicht und mir gefällt sie mega gut. Und ich bin mir sicher, dass ich die ganz oft anziehen werde. Etwas, das kommt euch vielleicht bekannt vor aus einem anderen Haul, weil ich genau dasselbe in Grau schon besitze und jetzt habe ich es mir auch in Schwarz geholt. Und zwar geht es um dieses Top hier mit den Rosen drauf. Mir gefällt diese Variante wesentlich besser als die graue. Dann habe ich noch ein T-Shirt und zwar so ein dunkelblau-weißes gestreiftes. Das sieht so aus. Jo, auch jetzt nichts Besonderes, aber mal mit Streifen ist doch auch was Schönes als immer nur einfärbig. Kommt die auch schon die letzte Sache. Und zwar schon für Herbst oder auch Regentage oder wenn es halt kalt ist einfach. Und zwar habe ich einen mega schönen Pullover gefunden. Und zwar diesen hier. In der Kamera sieht er deutlich heller aus, als er in echt ist. Aber ich liebe ihn. Dieser Kragen stört mich gar nicht. Er ist total weich. Er hat so ganz normale Ärmel. Er hat keine Bauchtasche, keinen Schnickschnack.
ist einfach nur dieser rote, so rostrote Pullover. Und ich freue mich schon sehr, den zu tragen. Der ist eigentlich so gut wie dieselbe Farbe wie mein jetziges Oberteil. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Mich würde es wieder mal interessieren, was euer Favorit aus dem Haul war. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.